Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. In der letzten Folge haben wir unsere SN15 auf dem Mann gelandet und bringen sie jetzt aber wieder hoffentlich zurück zur Erde. Dafür starten wir alle Grundsysteme und starten langsam die Triebwerke, um das Abheben zu ermöglichen. Und wir sind im Liftoff. Let's go! Wir werden jetzt ein bisschen Ground Speed aufbauen. Und relativ bald in 30 Grad Drehung gehen. Denn wir haben ja das Proof of Concept und daher ist alles super. Und jetzt auf Vollboost hoch. Fünf Kilometer, sechs Kilometer. Acht, neun, zehn. Oh, das wird aber eng, du. Schau mal, wir haben nur noch 900 MSX drin im Tank jetzt. Das könnte eng werden. Aber er dreht sich auch so, also schaut ihn mal an, wie gut der sich so allein schon dreht. Das ist natürlich noch geiler. Wir tun jetzt natürlich wieder die Solarpaneele ausfahren. Ich muss ja jetzt ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass wir landen. Ich glaube nicht, dass wir schaffen, auf Corbin zu landen. Wir haben zu wenig Tank drin. Aber wir können die Daten daraus nehmen, um herauszufinden, wie gut grundsätzlich das System ist. Brennt uns irgendwas außen ab? Drehen wir uns? Brauchen wir irgendwelche Stabilisatoren? Das können wir natürlich jetzt an dem Proof of Concept dann machen. Wir gehen insgesamt auf 10 Kilometer hoch. Bedeutet, wir spulen vor, bis wir auf dieser Höhe sind. Aber ist schon cool, das Teil. Also, mir taugt die Sache. Mir taugt es echt extrem. Ich bin extrem happy. Oh, warte mal. Wir sinken schon wieder. Warum wir auch schon immer wieder sinken? Wir waren noch nicht mal bei den 10 Kilometern eigentlich. Okay, das ist jetzt weird. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, was hier passiert ist. So, okay. Aber wenn ich mich nicht irre, war hier auch der beste Punkt, um ein Manöver zu machen. Um wieder zurück zur Erde zu kommen. Wie groß war das? Ja, so. So, 87. Ich würde gern versuchen, schon einen Hard-Dip zu machen. Das passt. Okay. Ausrichten. 201. Dann haben wir viel. Boah, das wird eng. Nee, das wird nichts. Also, der einzige Weg, wie das jetzt funktionieren kann, dass wir Hot-Dippen. Und dann wieder Hot-Dippen und wieder Hot-Dippen. Das ist ehrlich gesagt der einzige Weg, wie ich das sehe, dass das funktionieren könnte. Genau, da war mal der Baseplan. Der Baseplan vor Ewigkeit. Den müssen wir auch irgendwann mal umsetzen. Also, ich muss mal testen, wie gut jetzt meine neuen Systeme funktionieren mit den neuen Mods. Ob wir mittlerweile wieder Basebau betreiben können oder ob es immer noch so glitschig ist. Wenn es natürlich immer weiter glitschig ist, dann ist es uncool. So, 16. Wir haben es gleich. Wir sind gleich ready. Und Vollschub. Der volle Schub, du. Wir werden aber trotzdem mal mit dem Hot Dip versuchen. Schauen, ob das was bringt. Wir können die Hitze dadurch auch testen von der Rakete selber. Was natürlich auch wieder einfacher macht, alles. Kilometer. Da müssten wir schon richtig hot dippen eigentlich. Okidoki. Triebwerke ausschalten. Wir haben nicht mal mehr... Oh Gott, das wird richtig unangenehm.
Also ganz ehrlich, ich sage es euch, ich vermute nicht, dass wir ansatzweise auch nur da durchkommen. Das ist jetzt wirklich nur noch ein Test, zu schauen, wie gut sind die Systeme. Mehr ist es nicht mehr. Ich habe mittlerweile schon den Defeat anerkannt, den wir hierbei haben. Aber wir prüfen ja trotzdem damit das Konzept unserer SN15. Die normale muss ja auch nachtanken, nachdem sie gestartet ist, um weiterzukommen. Müssen wir dann halt auch. Oder wir kriegen den Booster so groß, dass wir 500 MS sparen oder so. Minus würde ich gerne machen und dann sagen hier vorspulen. Das sind 4 Stunden Flugzeit. Ich bin nicht in der... Ich habe heute frei, Leute. Ich habe heute Ruhe. Ich bin heute nicht anwesend hier. Ich bin heute nicht arbeiten. Und ja, ich habe heute frei. Ich habe heute Urlaub. Muss man sich auch irgendwann mal gönnen. So, Asche, jetzt tut es schon berechnen. Danach haben wir... Oh, das wird sogar ganz gut, ein guter Burn sein. Nach seiner Berechnung... Einmal und beim zweiten Mal bremsen wir schon so ab, dass wir landen. Ist natürlich auch eine positive Bewertung, wenn du es so siehst. Wie ist das Wetter draußen? Och nee, das ist jetzt eklig. Ich will noch zum Pferd. Okay, der sagt hier, bei 2 Runden gibt uns vor. Wenn wir es überleben. Wir müssen es natürlich auch noch am Ende überleben, das ist die andere Sache. So, wir treten gleich in die Atmosphäre ein. Was natürlich für uns heißt, Solarpaneele dringendst einfahren. Sonst wird es schmerzhaft. Aber wir kommen gerade von da hinten und sind schon wieder hier. 6 Stunden Flug, easy. Wie gesagt, Starship tut das Ganze revolutionieren. Bei uns auch. Und jetzt weiß ich auch natürlich, warum der Monotreibstoff nicht verwendet wird, weil hey, wir haben ja die RCS-Tanks in der Größe. Ah, das macht's. Oh, das ist gut für den Booster unten auch. Da können wir auch solche dran bauen. Weil du dadurch natürlich keinen Monotreibstoff brauchst. Das ist genial. Wann treten wir in die blöde Atmosphäre ein? So, jetzt hat. Atmosphäreneintritt, jetzt bin ich gespannt. Bin erstens auch auf die G-Kräfte gespannt, die jetzt auf uns wirken. Ja, drehen wir runter oder drehen wir rauf? Wir werden immer noch schneller. Wir halten die Flugbahn. Das sollte uns ja auch mega runterbremsen eigentlich. Das ist einfach eine... Oh oh. Das mittlere Treibwerk. Und eigentlich sollte ja auch die SN anders landen. Also, es ist ja nicht wirklich das SN-Konzept. Es ist ein bisschen SN. Also von der System... Oh, warum kommst du jetzt auf einmal auf? Ich habe mich nicht mal aktiviert. Überhitzung des Main-Triebwerks. Oh Gott, das ist genau das, was wir zum Landen brauchen. Man sieht, dass wir jetzt auch voll den Drag haben, natürlich. Nicht kaputt gehen? Nein. Böse. Nee. Kann ich drehen und das hört auf? Das Problem ist ja, das Triebwerk ist in der Mitte. Deswegen, normalerweise müsstest du ein bisschen stärker runterbremsen oder halt seitlich reinfallen. Wir steigen wieder. Bedeutet, eigentlich müsstet... Ja, es geht wieder hoch. Puh. Das war knapp. Aber wir haben es so hoch geschafft. Das ist positiv. Und das andere ist um Kilometer fällt es. Schaut euch das an, wie das einfach fällt. Und wir sinken und sinken und sinken. Yes. Oh, schön. Und solange wir natürlich in der Atmosphäre sind, ist das alles super. Also jetzt gerade... Ja. Man sieht halt, wie viel wir für Tank verbraucht haben. Aber dafür bräuchten wir halt dann ein zweites Starship, dass das so ein bisschen auftankt wieder. So, jetzt lassen wir nach mit dem Brennen, weil wir natürlich wieder rausdippen. Aber wir haben ordentlich reduziert. Also, holla.
Die Wartungen sind besser noch. Oh, wir fallen. Oh, noch eine Runde, okay. Also ist es gar nicht die einzige Runde, die wir jetzt hier ziehen, sondern es sind zwei Runden, aber zwei Dips sind auch voll okay. Normalerweise, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich will im Orbit bleiben, würde ich hier ein bisschen Schub geben, um wieder rauszukommen. Easy peasy. Und jetzt spule ich wieder vor. Bis wir aus der Atmosphäre raus sind und dann drehen wir uns wieder im Kreis. Wir sind wieder draußen. Natürlich wieder die oberen Solarpaneele ausfahren. Irgendwie müssen wir Strom kriegen. Ansonsten wird das kritisch. So. Und noch eine Runde dippen. Das wäre Traum. So in einer Runde. Hui. Und raus jetzt. Einmal rundherum. Ist natürlich blöd, dass wir jetzt an einem Schatten landen. Wir sehen nicht wirklich, was wir machen. Das macht die ganze Sache ein bisschen uncool, aber... Hey, Proof of Concept. Was wir auch machen könnten? Die im Orbit lassen. Und tanken das. Oder warten, bis der Tank kommt. Hm. Nee, komm. Wir wollen es doch alle explodieren sehen, oder? Habe ich da recht? Ja, jeder will es explodieren sehen. Von jetzt gehen wir doch auch mit einer, eigentlich mit einer geringeren Allgemeingeschwindigkeit rein, oder? Bedeutet, grundsätzlich dürfte die Hitze nicht mehr so stark werden. Wir brettern durch. Es wird wieder heiß. Oh, warte mal. Jetzt wird das andere Teil heiß. Bedeutet... Mhm, da sehen wir schon mal ein Problem. Dass zwischendurch auch die RCS-Teile heiß werden können. Und natürlich, weil die rausstehen. Das sieht man auch hier an den schönen Färbchen. Oh, wir sind jetzt schon einiges tiefer. 38.000. Warum ist das an? Wo kommt das her? Ich habe das nicht angemacht. Aber die Hitze geht schon wieder raus, weil wir sinken aber immer noch. Interessant, irgendwie... Aber Ding Apoapsis sinkt und sinkt und sinkt, von daher war alles gut hier. Alles super. Zweite Runde. Aber wir wissen, ein Hot Dip, einen hohen Hot Dip schafft das Ding auch. Pretty amazing hier. Ja, schau mal, wie wir sinken. 300.000. Hui. So, Atmosphären. Ich habe früher nie so wirklich Atmosphären-Dips im Grunde gemacht. Ich habe immer mit normalen Landungen durchgeführt. Ich weiß, was ich in der Zukunft mehr mache. Das bringt sich voll und du speierst dir um so viel mehr Treibstoff. Bremsen natürlich, weil... Was willst denn du ohne Stromversorgung? Du musst wieder tanken. So, für den nächsten Run müssen wir aber dich hier schon anmachen. Und wir haben... Es wird so schief gehen. Aber ich will es probieren. Ich will es versuchen. Ich werde zwar nicht hinkriegen, aber ich will es versuchen. Ich will einfach. Das wird funktionieren. Das wird sowas von funktionieren. Ich muss ja nur unter 300 ms kommen und einmal einen Vollboost geben. Dann müsste das funktionieren. Frage ist, kommen wir unter 300 ms oder werden wir über 1000 und sterben? So, wir werden jetzt das dazu machen. Dich hier auch zu machen. Jetzt wird spannend, meine Damen und Herren. Wir gehen in den letzten Dip, der bei der Landung enden sollte. Bedeutet, wir spulen nochmal natürlich voll vor. Jetzt werden wir richtig brennen gleich anfangen, oder? Komm, Dip rein. Wo bleiben die Flammen? Wo sind die Flammen, wenn man sie braucht? Oder sind wir jetzt so langsam, dass wir ohne... Wollte schon sagen, das wäre ja langweilig. Wo bleiben unsere schönen Flammen? Das sinkt mal, sinkt mal, sinkt mal, sinkt mal, sinkt mal. Wir sinken immer weiter. Und alles fällt einfach. Es fällt. Schaut euch den Apoapsis an. Er rattert runter.
Fast schon die 100.000. 100.000. Wir sind offiziell aus Daten im Suborbit. Jetzt nicht mal mehr im Orbit. Also nicht mal mehr im Suborbit. Es fällt einfach nur noch. Warum sind hier überall... Habe ich die aerodynamischen Forces angemacht oder wie? Warum? Woher kommt ihr? Was wollt ihr von mir? Oh lol, ja, genau. Schatten, da war was. Nicht kippen. Nope. Deswegen bauen wir Flügel dran. Okay, verstanden. Okay, jetzt müssen wir das natürlich anlassen, das ist kacke. Oh fuck, das wird sich nicht ausgehen. Fast, also ein bisschen mehr Tank bräuchten wir. Bisschen mehr. Warte mal, die Geschwindigkeit fällt wieder. Ich booste jetzt ab. Und wir sind so... Das war zu schnell. Tschüss. Lol. Okay, nee, hat's nicht überlebt. Aber hey, fast. Besser als erwartet. Also echt besser als erwartet. Zurück zum Weltraumzentrum. Es war ein 2 Tage Flug. Ohne Nachtanken. Mit Nachtanken hätten wir das sowas von easy geschafft. Sowas von easy. Also wir haben auf jeden Fall Proof of Concept. Bisschen mehr Schub und das wäre alles so gewesen. Weil ich habe gesehen, durch die aerodynamischen Forces sind wir am Ende sogar richtig knapp gewesen bei der ganzen Sache. Was ich jetzt noch gerne oben dran bauen würde, wären klappbare Flügel. Aber das können wir an den Tanker-Varianten dann testen am besten, würde ich sagen. Bevor wir das umsetzen in der echten Variante. Weil so ein fallendes Teil wäre bestimmt auch geil. Das so... Ob das funktioniert, ist natürlich dann die andere Frage, ne? Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt diesen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.